Wir sind heute ganz privat bei der Miss Online 2011 Tina zu Hause eingeladen worden. Tina, wie ist denn dein Leben so im Allgemeinen? Ja, also tagsüber bin ich eigentlich meistens in der Schule, in der Fachhochschule Dornbirn. Dort studiere ich aber Informatik und sonst bin ich öfters mal daheim, weil ich mag gerne mit der Mama zusammenhocken, mit ihr schwätzen. Wir haben ein ganz gutes Verhältnis und ja, deswegen bin ich öfters da, dann schwätzen wir, trinken Kaffee und ab und zu gehe ich dann mal fort mit der Freundin. Aber da Programmieren als Studienfach für eine Frau, wie ist das so? Interessant. Und man wird immer ein bisschen komisch angeschaut. Vor allem, wenn Männer fragen, was machst du beruflich? Ja, ich studiere. Ja, was? So Mode oder sowas? Nein, Informatik. Ja, ist immer ganz lustig, denn die Reaktionen. Was war denn noch die Alternative dafür? Zuerst mal Innsbruck vielleicht, so Psychologie oder Pharmazie, also was ganz anderes. Daher kommt in dem Fall auch deine Leidenschaft zu Belletristik. Ja, ich lese gerne so Bücher, wo es eben um Personen geht, die sie alle erlebt haben, wie Kindertraumen, Missbrauch, so Zeug. Und das schockiert mich schon, dass das in unserer heutigen Zeit noch vorkommt. Da habe ich auch ein Lieblingsbuch, das ist von Trudy Chase, das heißt Aufschrei. Und die hat aber 94 verschiedene Persönlichkeiten, die sie in der Kindheit aufgebaut hat, durch den Missbrauch. Und das ist schon ein brutales Buch, aber ich lese es gern. Zum Thema Mode. Was ist dein absolutes Lieblingsoutfit? Ich ziehe gerne Kleider an, aber auch Rück, ab und zu mal hohe Schuhe. Ja. Aber auch flache. Meistens flache. Ja, mit 1,80, nicht gerade klein. Was denkst du, was hat dich ausgezeichnet, dass du Miss Online wurdest? Ich weiß es nicht. Also die Leute haben mich ja eigentlich nur von den Videos gesehen und von den Bildern. Und vielleicht haben sie mich dort sympathisch gefunden. Und es muss so sein, weil ich habe ja gewonnen. Und vielleicht meinen sie, es sei fotogen. Hast du einen Lieblingsfilm? Sex and the City. Wenn schon, den schon. Der 1 und der 2er. Oder Pleasantville. Das schaue ich ja immer auf, wenn es kommt. Dein Preis, den du gewonnen hast, ist ein Notebook. Und hast du schon alles umprogrammiert? Nein. Ich habe einen Gehirn geholt und dann musste ich mich zuerst einmal darauf umstellen, weil es ist irgendwie total anders. Ich habe keinen Überblick gehabt und es wird langsam. Im Internet kann ich schon surfen. Was sind deine beruflichen Ziele? Erfolgreich sein, gut verdienen, Spaß dabei haben, gutes Arbeitsklima. Dass ich einfach das tue, was mir gefällt. Hoffentlich in die Richtung für Informatik. Tina, du bist so schlank, du bist 1,80 groß. Sag mal, kannst du essen, was du möchtest oder treibst du so viel Sport? Nein, ich habe gute Gene, ich kann das essen, was ich will. Gott sei Dank. Kochst du auch selbst? Nein, lass mich lieber wie kochen. Nur im Notfall koche ich. Liebe Volluser, danke fürs Wählen. Den Laptop habe ich euch zum Verdanken.